Jetzt stehen wir hier vor dieser Vertrauensbibliothek. Und dann schauen wir jetzt mal rein, was man da alles so Schönes anschauen kann. Ja, ist ein bisschen warm hier drin, ja. Ja, aber da hat er schöne Bücher. Akte X zum Beispiel. Schaut da den Link, Sturmzeit. Im Schatten des Templers. Ja, ein paar interessante Bücher sind bestimmt dabei. Ja. Ganz interessant. Guten Morgen. Wir stehen noch in der Bibliothek. Ich habe sogar ein Buch von Stephen King gefunden, kenne ich aber schon auswendig. Ja, wir wollen jetzt auf den Hochwald rauf. Aber laufen haben wir im Urlaub nicht Lust. Beziehungsweise hochlaufen. Laufen tun wir ja genug. Und da fährt diese Bimmelbahn nach oben. Auf die warten wir jetzt und dann fahren wir rauf. Und dann werden wir uns auf jeden Fall den Hochwald anschauen. Da steht auch ein Türmchen oben. Elefantenstein kommt heute und noch so weiter. Ich glaube, eine Quelle haben wir noch. Lassen wir uns mal überraschen, was alles kommt, weil auf einmal taucht auf dem Weg was Neues auf und das sagen wir, das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ich würde sagen, kommt einfach mit und habt mit uns Spaß. Links den Weg sind Sie sofort beim Aussichtsturm, rechts den Weg und wieder rechts kommen Sie zur großen Hochwaldbaude. Da wünsche ich Ihnen hier oben einen schönen Aufenthalt. We'll be right back.
jetzt waren wir ja gerade auf dem Turm oben. Jetzt stehen wir am Hochwald Hauptbahnhof. Und jetzt werden wir mal zum Gipfel gehen. Aber was ich noch sagen wollte, es ist kein offizieller Parkplatz da, wo wir gestanden sind. Also da hält er nur, wenn er Lust hat. Es kommt auch immer auf den Fahrer drauf an. Aber jetzt marschieren wir mal zum Gipfel. Mal gucken, wie viel da los ist. Ja. 734 sind wir hoch. Wow. So, wir gehen jetzt gerade an der tschechisch-deutschen Grenze entlang, aber auf deutscher Seite befinden wir uns gerade. Die tschechische Seite ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, so ab der rechten Seite von dem Weg, also irgendwo da, da ist Tschechien. Also was das ist, wissen wir nicht. Könnte ein Brunnen sein, könnte aber auch nur ein altes Steinbauwerk sein. Wir laufen jetzt schon ein bisschen auf der Grenze entlang und da sieht man es ganz gut. Da ist Tschechien, das ist das Absperrband vom Marathon und da ist Deutschland. Und wir müssen jetzt da lang. Also ab über die Grenze. Oder weiter auf der Grenze eher.
Also hier der Rastplatz bzw. Parkplatz heißt Kammloch. Warum, wissen wir nicht. Es steht leider keine Erklärung dazu. Aber 520 Meter über Null. Genau. Und da oben hat man sogar noch GPS-Koordinaten dazu. Und von hier kann man viele schöne Wanderungen machen. Da geht jetzt unser Weg weiter entlang zu unserer nächsten Zwischenstation. Das ist der sogenannte Sudetenblick. Da steht es drauf, 150 Meter. Wir stehen jetzt hier am Kaiserbirnel auf 528 Meter über Normal Null und hier verhörte am 19. August 1813 Kaiser Napoleon den Ortsrichter Ehrlich unweit von der Fürstenhöhe aus. Und da hoffte der Kaiser die Marschrichtung der Österreicher nach Sachsen zu erspähen. Das ist nicht ein toller Blick. Hier stehen wir am Sudetenblick. Da rechts der Berg, das ist unter anderem der Falkenberg. Da ganz da hinten, das ist der Hammerspitzberg. Also wir stehen ja hier auf dem Sudetenblick. Der Name Sudeten, das kommt von der Bezeichnung, ich kann leider kein Griechisch, also Sudeteile, auf Deutsch einfach Wildschweinberge. Daher wird es abgeleitet, denn der griechische Geograf Claudius im Jahre 150 hat für die heute nördliche tschechische Gebirge diesen Namen verwendet. Also ist mal wieder sehr interessant, da lernt man echt noch was. Außer dass mein Griechisch grottenschlecht ist, ich kann es nicht. Aber es ist interessant. Gehen wir weiter. Genau. Da hinten ist der Hochwald. So, gehen wir bitte genau. Von der Mauer, von dem Turm. Wir laufen jetzt hier auf dem Kurt-Steinadler-Weg zu unserem nächsten Zwischenziel. Das ist die Brandhöhe. Naja, da ist eine Bank. Da machen wir jetzt mal 5 Minuten Pause. Das würde ich auch sagen.
irgendwelche Felsen. Schaut toll aus. Also wir stehen jetzt hier bei der Heinrich-Singwitz-Bank. Mit tollen Ausblick ins Zittauer Gebirge bzw. rüber nach Polen und Tschechien. Ja, schaut ganz gut aus. Aber hier brennt die Sonne runter, deswegen gehen wir jetzt weiter. Jetzt stehen wir auf der Brandhöhe. Wir haben sogar eine Bank. Und von der Bank hat man eine schöne Aussicht nach Eupin, zum Eupinfelsen. So, da vor uns ist es die Edmundshütte. Da hocken wir uns jetzt aber nicht rein. Schauen wir uns nur ganz kurz an. Und dann geht es da durch die große Felsengasse weiter. Jetzt stehen wir hier am nächsten Aussichtspunkt. Auch wieder in Richtung Eupin und Berg Eupin, als ein bisschen verdeckt. Da könnte man vielleicht noch drauf, aber das mache ich jetzt nicht. Ich bin nicht so der Kletterer. Aber hinter die Bäume kann man es erahnen. Da ist der Berg Eupin.
laufen wir hier gerade durch die große Felsengasse durch. Richtig schön. Da hockt die Taube, wie man es ganz gut sehen kann. Da ist nochmal Eubin und der Bergeubin. Da ist der Hochwald. Da waren wir vorher. Das sind lauter schöne Kletterfelsen. Da kann man sogar klettern, da ist ein Klettersteig. Aussichtspunkt. Aha. Ja, nicht wirklich, ne. Wieder Felsen, schön.
Hier sind wir jetzt im Muschelsaal. Und wenn man da genau hinschaut, dann sieht man so muschelartige Sandsteinverwitterungen. Und zwar zum Beispiel auf diesem Felsen da. Sind sie das? Okay. Also das da vorne sollen die Elefantensteine sein. Wenn wir von der anderen Seite her sind, vielleicht sieht man es da mehr. Drehen wir uns mal um. Und da kann man schon mit ein bisschen Fantasie Elefanten erkennen. Gut, jetzt verlassen wir die Elefantensteine wieder. Gehen die paar Meter zurück und gehen dann Richtung Eupin Bahnhof. Du blöde Amsel, jetzt schleicht dich, jetzt komm ich. Jetzt bist du platt. Ja, wir sind jetzt wieder in Eupin, laufen jetzt zum Bus, fahren zurück in die Ferienwohnung. Es war eine richtig schöne Tour, aber anstrengend. Hat aber Spaß gemacht. Genau, es war eine sehr schöne Tour, aber auch sehr anstrengend, vor allem bei der Wärme. Aber muss man mal gesehen haben. Das stimmt, also die ganzen Felsen da oben, einfach Hammer. Und jetzt haben wir auch noch die große Felsengasse mitgenommen, das wussten wir nicht einmal. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Aber das war's jetzt erstmal für jetzt. Also dann, ciao. Ciao, servus. Electric yellow and maroon. It penetrates, it makes us swoon. Na 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 na.
our veins, into our eyes. Millions marching in disguise. In the city of sin, it's no surprise. Grow and come.